Ach ja. Hallo Leute, hi zusammen. Herzlich willkommen. Ich sage euch gleich vorweg, dieses Video dürft ihr nicht zu ernst nehmen, bitte. Weil das ist eine Schnapsidee. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das fertig mache. Gut, wenn ihr das Video seht, dann habe ich mich dazu entschlossen, das tatsächlich hochzuladen. Also folgendes. Stellt euch vor, ihr seid 1000 Kilometer gereist zu euren Bienen. Ihr habt alles mit, ihr habt euren Smoker mit, aber ihr habt kein Feuerzeug dabei. Ja, Klassiker. So, jetzt könntet ihr natürlich ausnahmsweise mal ohne Smoker an eure Bienen gehen, aber da ihr ja Videos machen wollt und ihr jedes Mal, wenn ihr ohne Smoker an die Bienen geht, ihr schlechte Bewertungen bekommt und immer eins hinter die Ohren, geht das natürlich nicht. Also müssen wir auch ohne Feuerzeug irgendwie den Smoker ankriegen. Habe ich mir gedacht, klar, hast ein Auto dabei, einfach den Zigarettenanzünder, der wird schon irgendwie gehen und dann an eine Pappe halten und dann hier rein. Ja, aber langweilig, da jetzt ein Video rauszumachen, das wäre sicherlich nicht sehr unterhaltsam. Da fiel mir ein, ich habe da so ein tolles Survival-Armband für 1,50 Euro auf eBay, Amazon, keine Ahnung, wo ich das gekauft habe. Wenn ich es finde, kann ich es euch ja mal verlinken. Aus China, ja. Also wenn ihr das bestellt, dann dauert das 6 Wochen, bis das kommt, aber ihr zahlt dann auch nur 1,50 Euro dafür. Survival-Armband. Besteht aus so einem schönen bisschen Schnur hier, kann man mal, wenn man in der Wildnis verloren geht, sich ein Zelt rausbauen. Da ist eine Flöte dran hier. Die geht nicht. Geht jetzt irgendwie schon, aber so, da ist auch ein Feuerstein dran. Oder Feuerstahl. Und ich wollte jetzt mal probieren, mit diesem Feuerstein, den ich jetzt noch nicht mal hinkriege, da jetzt mal meinen Smoker mit anzumachen. Und das versuchen wir jetzt mal. Bescheuert. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Noch nie gemacht. Also, wir haben Pappe. Die Pappe werde ich sicherlich nicht mit dem Feuerstein ankriegen. Aber hier liegen so Sachen rum, wie zum Beispiel trockene Strohzeugs liegt hier rum. Das kann ich mir vorstellen. Und hier ist eine Distel. Das sieht doch sehr, sehr vielversprechend aus. Wenn ich mir jetzt hier mal so ein Teil abmache. So, und jetzt basteln wir uns hier mal was. So vielleicht. Aua. So, fürs Experiment reicht das erstmal. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier anmachen. Wow! Huhu! Habt ihr das gesehen? Ist ja gigantisch. Da muss ein bisschen mehr Material hin und Luft. Da muss Luft dran. Hat schon Tom Hanks gesagt in Castaway. Da muss Luft dran. Wie haben wir das nochmal? Ja, gigantisch. Ja, das war ein Satz mit X. Okay, lassen wir das mal weg. Dass das so schnell brennt, hätte ich ja nicht gedacht. Aber es brennt so schnell, dass es auch sofort wieder aus ist. Das ist das Doofe. Oh, versuchen wir das nochmal. Ist ja witzig. Die im Fernsehen nehmen das immer so in der Hand. Wenn mich hier einer sieht, die denken, ich bin bescheuert. So, irgendwie noch trockenes Gras. Irgendwas hier so in der Richtung. Dann noch mal so eine Blüte hier. Tja, also das würde ich sagen, Experiment geglückt. Jetzt müssen wir das nur noch hier reinkriegen. Oh, so langsam wird's. Schön füttern. Geil, oder? Ich würde sagen, der ist an. Das ist hammerhart. Ja. Ich habe immer gedacht, das Teil könnte ich in eine Tonne schmeißen. Aber nicht schlecht, oder? Für 1,50 oder 2 Euro, keine Ahnung.
kann man mal machen. Ist jetzt natürlich nicht die einfachste Art, Feuer zu machen. Und ich sage mal, mitten im Winter, ohne dieses Zundermaterial, sicherlich auch nicht so einfach. Aber funktioniert. Ne? Nicht schlecht. Ja, dann guckt euch jetzt wieder was Sinnvolles an bei YouTube. Zum Beispiel meine anderen Videos. Weil ich muss jetzt nochmal an meine Bienen. Ich habe da noch ein bisschen was zu tun. Ja, schaltet mich wieder ein. Wenn ihr Bock habt, macht einen Daumen nach oben. Denkt dran, das war nicht ganz so ernst zu nehmen, dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.